Hallo, heute möchte ich euch zeigen, wie ihr den Flight Simulator X auf Deutsch umstellen könnt. Weil die Steam-Version natürlich auf Englisch nur daherkommt und da alles auf Englisch ist, habe ich den Deutsch-Patch einfach mal zur Verfügung gestellt. Wie installiert man diesen Patch? Zunächst besucht ihr natürlich die Deutsch-Patch-Seite in den Steam-Guides. Dort kann man sich den Patch herunterladen. Hier nehmt ihr einfach einen der verschiedenen Hoster und downloadet die einzelnen Dateien. Dabei spielt es keine Rolle, ob ihr hier mit der 01 anfangt, hier die 02 nehmt, hier die 03 nehmt. Die Dateien sind alle miteinander kompatibel. Wenn ihr die Dateien heruntergeladen habt, kopiert ihr euch einfach dieses Passwort und tut die heruntergeladenen Dateien entpacken. Hier gebt ihr das Passwort ein und klickt auf OK. Wenn ihr diese Dateien entpackt habt, erhaltet ihr diesen Patch als Exe-Datei. Einfach doppelt anklicken, auf Weiter, Weiter, Einverstanden anklicken, Weiter. Und hier müsst ihr jetzt den Ordner angeben, wo euer Flight Simulator installiert ist. Entweder macht ihr das manuell, bei mir ist er auf E, Steam, Come On, FSX. Okay? Und schon wäre er ausgewählt. Alternativ könnt ihr einfach in eure Bibliothek gehen und dort sucht ihr euch den Flight Simulator raus. Rechtsklick, Eigenschaften, lokale Dateien, lokale Dateien durchsuchen. Dann klickt ihr einfach hier oben auf diese Leiste und hier seht ihr den Pfad, wo der Flight Simulator installiert ist. Da klickt ihr auf Kopieren und fertig. Schließt den Ordner. Das könnt ihr auch schließen, klein machen und hier reinkopieren. Ist das geschehen, einfach weiter und Start. Jetzt startet die Installation. Und sobald die abgeschlossen ist, ist die Installation eigentlich auch schon abgeschlossen. Ihr braucht nichts weiter tun und der Flight Simulator ist auf Deutsch. Das zeige ich euch gleich noch. Nun ist die Installation abgeschlossen und wir können den Installer schließen. Den Ordner können wir auch schließen. Notfalls könnt ihr euch von der Excel-Datei eine Sicherheitskopie irgendwo machen, vielleicht auf CD brennen, weil dann müsst ihr es nicht auf der Festplatte aufheben. Jetzt starten wir einfach den Flight Simulator. Nun sind wir zurück im Flight Simulator X, haben wir gestartet. Und jetzt sehen wir hier, es ist zwar noch Englisch, aber sobald wir irgendwo drauf drücken, sehen wir hier schon Deutsch. Alles übersetzt. Gehen wir in das Learning Center, hier sehen wir auch alles in der deutschen Sprache. Einstellungen. Alles in Deutsch. Somit ist die Installation abgeschlossen und ihr könnt loslegen. Im Spiel selbst sind noch die Bedientasten der Flugzeuge in Englisch, aber ich glaube, das liegt eher an den jeweiligen Flugzeugen und das, denke ich, werde ich auch nicht übersetzen, weil dann müsste man jedes Flugzeug, was es zu kaufen gibt, dann extra übersetzen. Gut, ich hoffe, dass dieses Tutorial konnte euch ein bisschen helfen. Und ich wünsche nur noch viel Spaß bei dem Flight Simulator.